Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Vielmehr von einer Geschichte, zwei Versionen. Und die erste, die geht ungefähr so. Heute ist er dran. Die letzten beiden Wochen, bei denen die vor ihm dran waren, lief alles recht gut. Trotzdem erfordert es von ihm jetzt scheiße viel Mut, obwohl es eigentlich doch verdammt feige ist. Und irgendwie weiß er nicht recht wie. Nein, ich will das nicht, ich kann nicht und ich werde es nicht tun. Für kein Geld der Welt. Aber ich muss für die scheiß Gang. Also muss er ran. Aber wem tut das an? Und wann gibt er es ihr am besten ins Glas? Ohne dass sie es merkt. Und wem tut das an? Die Tatsache, dass sie sich morgen eh an nichts erinnern kann, macht es für ihn ertragbar. Und dann sieht er sie an der Bar. Die Kleine, die ihm schon seit Ewigkeiten schöne Augen macht. Und da hat er nur gedacht, vielleicht will sie ja auch so. Denn dann müsste er nicht und er geht auf sie zu, bevor er den Gedanken in seinem Kopf zu Ende spricht. Denn das erträgt er nicht. Und jetzt stehen sie gemeinsam da, an der Bar und reden. So geht es 2, 3 oder vielleicht 4 Minuten, Stunden, Wochen oder Jahre. Zeit existiert nicht mehr an diesem Abend. Und dann sagt er, lass uns doch nach draußen gehen. Und schon nimmt er sachte, aber bestimmend ihre Hand. Und jetzt stehen sie draußen, alleine. Aber scheiße, es geht nicht, denn das Wort Nein steht förmlich in ihrem Gesicht. Und dann sagt sie, nein, das wird mir hier zu billig und geht wieder rein. Er weiß, was er jetzt zu tun hat und er geht an die Bar, bestellt sich einen Drink, einen doppelten, damit runter auf Ex, noch einen 2., 3., 4. Und dann nimmt er perplex die kleine Glasflasche aus seiner Hosentasche. 2, 3 Tropfen dürften reichen, haben sie gesagt. Er nimmt 4, 5, 6, 7, damit er auch wirklich nichts zu verlieren hat. Betrunken und schwungvoll nimmt er die Gläser in seine Hand, torkelt durch die Menge, sucht nach ihr, findet sie und redet mit ihr. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie schon sehr gern mag und noch vieles mehr, aber das weiß ich nicht mehr. Und sie nimmt den Drink und trinkt. Merkt, wie sie danach mehr und mehr in sich zusammensinkt. Danach ist er mit ihr raus und er hat es getan. Ja, ich hab sie gefickt, so wie sie es wollten. Ich weiß nicht mehr genau, wo, wie und wie lang. Und danach bin ich halt einfach heimgegangen. Und sie, die erinnert sich doch eh an nichts. Und er ging heim und schlief seinen Rausch aus. Für ihn ist die Geschichte hier aus. Und jetzt hört ihr von mir die zweite Version. Wieder in der 3. Person, nur diesmal weiblich. Hört zu und die Lücken der Geschichte füllen sich. Ja, er ist mein Schwarm und das auch schon seit 1, 2 Jahren. Nur ist mir klar, dass das uns nie was wird. Es ist ungefähr so, wie jedes Mädchen, was Zac Efron liebt. Da stellt man sich einiges vor. Nur weiß man, dass sich im reellen Leben nie was ergibt. Und jetzt steht das Mädchen da. An der Bar und quer durch den Raum sieht er sie schon total lange an. Erst sehen sie sich nur an, dann kommt er immer näher und sie fangen zu reden an. Selten hat das Mädchen so befreit gelacht, nur zugleich schaut sie ihm in die Augen und weiß nicht, was dieses blaukristalle Funkeln mit ihr macht. So geht es 2, 3 oder vielleicht 4 Minuten, Stunden, Wochen oder Jahre. Zeit existiert nicht mehr an diesem Abend. Er sagt, lass uns doch nach draußen gehen. Und schon nimmt er sachte, aber bestimmend ihre Hand. Und der Fehler war, dass sie das in dem Moment noch recht geil fand. Also stehen sie draußen, alleine, und er kommt näher. Was in ihrem Kopf gerade abgeht, das weiß sie gerade selbst nicht. Nur wird ihr jetzt klar, dass ihr das viel zu nah ist. Ja, er ist ihr Schwarm. Und das auch schon seit einigen Jahren. Aber so leicht ist sie dann doch nicht zu haben. Also sagt sie, nein, das wird mir hier zu billig und geht wieder rein. Nach ein paar Minuten kommt er wieder auf sie zu und sagt, hey du, sorry für die billige Anmache. Du weißt doch, dass ich sowas sonst nicht mache. Lass uns das vergessen. Morgen können wir drüber lachen, trinken wir auf dich und mich und auf all die verrückten Sachen. Er drückt ihr ein Glas in die Hand. Sie denkt nicht, sondern trinkt. Merkt, wie sie danach mehr und mehr in sich zusammensinkt. Und auf einmal waren wir allein in dem Raum. Oder auch nicht. Es war da zu viel Licht. Ich konnte nicht sehen, wo ich bin. Es war draußen, es war kalt. Ich konnte nicht wissen, wo wir gerade waren. Ich spürte nur seine Hand. Die habe ich dann auch weggetan, einfach aus Reflex. Nur ist der Impuls in meinem Gehirn hängen geblieben, denn meine Finger bewegen sich nicht im geringsten. Aber das war noch nicht mal am schlimmsten.
Denn für das Mädchen fühlte es sich nicht so an, als ob sie in ihrem Körper wäre. Vielmehr stand sie da daneben und sah zu. Sie hörte sich innerlich schreien. Daneben hörte sie auch irgendwen weinen, nur wusste sie nicht wen. Aber dann wurde ihr klar, es sind die Menschen, die da stehen und zusehen. Sie tun nichts, sind zwar geschockt, verängstigt und peinlich berührt, aber was er mit dir macht, das ist denen egal. Das ist doch eh nur diese Nacht. Das weiß die morgen nicht mehr. Naja, falsch gedacht, denn das Mädchen erinnert sich an jedes Detail. Bis heute erinnert sie sich jeden verdammten Scheißtag an sein Gesicht und daran, wie er ihr über den Rücken streicht, ihr ins Genick fasst und seine großen, starken Hände halten sie fest auf den Boden gepresst. Für ihn ist die Nacht nicht weiter schlimm, quasi nur ein Ritual und darum hat er es halt getan. Und am nächsten Morgen ist nur ihre Jacke zerfetzt und ihre Kleidung durchnässt und jetzt steht sie da. In durchnässten, zerfetzten Resten, als Schlampe der Nation, denn er war ja ihr Schwarm. Und das wussten alle schon seit einigen Jahren. Also hat sie es sicher gewollt. Aber nee, das hat sie nicht. Und bis heute erinnert sie sich jeden verdammten Scheißtag an sein Gesicht. Denn vergessen kann sie das alles nicht. Niemals. Darum verkriecht sie sich, sucht ein Versteck. Nur kann sie nicht weg. Vor der Realität gibt es nun mal kein Versteck. Sie wünscht sich, sie wäre unsichtbar. Und leider ist dieses Mädchen nicht nur ein fiktiver Charakter. Menschlich, weiblich, sie ist existent. Und ihre Geschichte ist eine, die jetzt jeder hier kennt. Dankeschön. Yeah.